Moin Moin, willkommen zurück bei Destiny 2. Wir wollen heute uns an die Gaunerin wagen. Der Shadow hat sich die schon als Ziel gesetzt, Shadow. Ja, Und richtig. natürlich der Coolman ist auch mit dabei. Und dann Dank. Möglichkeit der welchen drauf. Ja, nachdem wir in den letzten Folgen ja ein bisschen uns um unser Item-Level gekümmert hatten, um das höher zu machen, haben wir gesagt, heute dürfte es dann vielleicht wieder hinkommen. Ja, ich bin immer noch unter 400. Aber nur wenig, ne? Ja, 395. Außerdem gleicht das durch Skill aus. Aha, natürlich. Und wir haben sicherheitshalber auch bei Spider wieder ein paar Dailies angenommen. Ja. Mal schauen, ob wir die erfüllen können oder nicht. Er hat eine kleine Pause, wegen Terminproblemen und Patch-Vergessen-Problemen. Ja. Und Urlaubsproblem und Ja, Golfit-Problem. aber immerhin gab es dann zwischendurch mal ein paar Golfit-Folgen. Ja, genau. Ohne Fjalk. Ohne Fjalk. Ja, der war auch echt tief traurig. Ja. Geht's hier los? Ja, da vorne ist das Symbol. Die Sensoren zeigen eine sich nähernde Kabal-Eindämmungszelle aus dem Gefängnis der Alten. Ja, dann klicke ich mal hier an. Ja. Dieses Glimmer trägt eine Signatur. Araskes, die Gaunerin. Sie ist ein Feigling, weil sie sich hinter Fallen und Lakaien versteckt. Ich wette, wir treiben einen Informanten auf, wenn wir uns umsehen. Nicht den Koneria. Ah, gut. Erstmal hier ein bisschen sauber machen. Habe ich nicht drauf geachtet. Tragen die das? Ja. Es wird einen Explosionsmechanismus. Jetzt kann man Engramme werfen. Will ich das? Wenn eine Lieferung dieser manipulierten Engramme es jemals in die letzte Stadt schaffen würde, das dürfen wir nicht zulassen. Okay, jetzt sollen wir zwei Hersteller zerstören. Ja, und ich sehe da hinten irgendwas mit einem weißen Symbol auch. Das ja, glaube ich schon. Auch schon. Das ist jetzt. Ja. Das ist das Gebäude hier? Nee, ich kämpfe ja gerade nur, deswegen bin ich auf dem Was Gebäude drauf. Ich glaube, wir müssen in das andere Großgebäude hier. Ja, das kann gut sein. Ich versuche gerade noch rauszufinden, wo der Eingang ist. Ob's Guck hier mal zu mir. Geht. Ja, ich laufe gerade selber hier im. Ko ja, gut. Nee, da oben sehe ich aber keinen Eingang. Auf der anderen Seite müssen wir hoch. Andere Seite? Komm zu mir. Hier vorne kann man hochlaufen. Ihr könnt auch kann sonst anders. Ja, hier vorne kann man im Kreis hochlaufen. Ihr könnt sonst sicherlich auch außenrum irgendwie hier anders hochkommen. Ich bin hier hochgesprungen von dort, aber sonst lauft einmal um das Gebäude rum und. Dann geht's hier hoch. Warum muss das immer so kompliziert sein? Ach, ich bin runtergefallen. Der ist runtergefallen. Oh, ja.
Ich bin gespannt. Ja, ich kämpfe. Ach, dann schade, man wieder hier ganz unten. Shadow, du bist schon rüber? Ja, ich warte hier oben auf euch. Ich habe ja auch schon alles getötet. Aber nicht von dir. Aber wir müssen da vorne ja was machen mit den... Da müssen wir da was mit den Kugeln machen, die da drauf liegen. Oder, oh, da sind wieder neue Freunde. Guter Gefallen. Ja. Und so wie das für mich aussieht... Muss man die irgendwo hinwerfen? Kann man da drin stehen? Ich dachte, ja, du musst sie aufnehmen und dann kannst du die selten gegen schmeißen. Könnt ihr mich wiederbeleben? Ja, ich komm. Gut. Wenn wir das doch nur vorher bedacht hätten. Danke. So. Das ist die Gaunerin. Das muss sie sein. Aua. Meintest du gegen die Wand da mit dem roten Zeug? Ja, da hatte ich gerade eben schon eins gegengeworfen. Da ist was explodiert. Ich weiß natürlich nicht, ob man da jetzt noch mehr gegenwerfen muss oder ob da nicht vielleicht... Und jetzt auf die andere Seite. Ich meine, wenn du so ein Engramm aufnimmst, wird es dir ja auch angezeigt. Ah ja. Habe ich jetzt. Okay, zwei Tempel. Die Engramm-Hersteller wurden zerstört. Und ich konnte eine Quelle für die Übertragungen der Gaunerin ausfindig machen. Ja, wo? Die schlechte Nachricht für jemanden, der... Ja, warten wir gleich mal, was er uns als neues Ziel anzeigt. ...diese Spur viel zu leicht zu finden. Die Gaunerin. Ja, die Gaunerin. Und zwar wohl wieder raus. Ja, ich warte eben eine Runde. Wann da besser gewesen, wenn das auch sich drinnen ununterbrochen gedreht hätte. Oh, hier ist ein komplizierter Häuptling. Ja. Hauptmann, was auch immer. Der ist auf jeden Fall tot. Gibt es auch richtige Fehler? Natürlich. So, dann laufe ich mal hier lang. Oh, hier ist aus dem Beute, ne? Eine Beutekiste. Zwei Beutekisten. Oh. Dann komme ich erstmal zu dir. Ja. Und dahinter ist dann noch die andere. Wo zwei habe ich jetzt gefunden? Wo ist die dritte? Ne, zwei waren. Achso, ich hatte gedacht, du hättest dich auf drei korrigiert. Achso, nee. Das war nur, falls ihr die dritte nicht seht, weil ihr von vorne kommt oder so. Ich glaube, wir können auch unser Fahrzeug. Mhm. Tschüss. Okay, wir müssen da auf jeden Fall rein. Von ja, wo aus die? Hab schon. Da oben rein? Nein, ich glaube schon. Da! Ja. Scheint eine Höhle zu sein. Mhm. Feucht und dunkel. Ich höre sich schon lachen. Du läufst auch schon lachen. Denkt an, da wurde was von Fallen und so gesagt. Ja, da explodiert überall Zeug. Ah, da ist aber auch schon die Gaunerin. Ja. Ah, die haut aber sicherlich hier.
Ja, ich habe trotzdem schon einmal einen Super gezündet. Ja. Oh, hallo. Ich habe dummerweise überhaupt gar keine Raketenwerfer-Money mehr. Ja, ich auch nicht. Ich habe eben 4. Ich habe ein paar Granaten. Da sollte ich mal so ein Ding aufnehmen. Was machen wir jetzt mit dem Engramm? Werfen als Explosionsdinger. Kannst du die. Mit welcher Taste? Links. Also aufnehmen E und dann mit links Taste werfen. Hüter gefallen. Danke. So, und wird immun angezeigt. Ja, sie ist gerade wieder verschwunden. Hier ist, glaube ich, Supermunition. Achso, oder ist das immer individuell für jeden? Na, es ist individuell, glaube ich, für jeden. Okay. Ich habe jetzt zumindest 3 Raketenwerfer-Munition. Das heißt, ich lade es mir schon mal eben kurz nach. Noch ein orangener Kommandant. Der haut ist tot. Hallo. Seid ihr denn? Ach, da. Ich war noch hinter dir. Ich sehe sie da hinten schon wieder. Er ist schon wieder verschwunden. Ganz nach vorne ist eine Falle. Die sollten, glaube ich, nicht an einen rankommen. Aber wieso denn nicht? Wir wollen doch nur kuscheln. Oh, das ist so klar. Wenn wir weiter Munition vordringen wollen, müssen wir uns den Weg freisprengen. Okay. Öffne die Tür. Achtung, hinter uns. Haben wir hier ein Gramme irgendwo? Oh, da unten kommt ja jede Menge. Weil bei Tür freispringen denke ich halt wieder an die Engramme. Das ist ein Häuptling, der hat kein Schutzschild mehr. Schau mal, ob man an der Tür vielleicht einfach nur E drücken kann. Nee. Da hinten sind Engramme. Ja, dann hol du mal eins. Ich bleib hier und schau zu. Ja, Coolman hat auch eins. Wo müssen wir die jetzt? Hier, komm zu mir. Ja, da wo es dir angezeigt wird, da hinten. Ah ja. Sehe ich's. Oh, ich bin mir nicht sicher, ob die Engramme nicht irgendwann auch von selbst explodieren. Ja, Tür ist auf. Hast gut gemacht. Ja, das war cool. Leider nur noch. Oh, okay. Leider nur noch 2 Raketen der Kommunie. Ich hab einen Schuss. Ah, super, jetzt macht sie natürlich ja gerade den Verschwindibus. Ist sie irgendwo? Ist sie irgendwo? Ich hab einen Engramm. Seht ihr nicht? Jetzt ist sie wieder weg. Jetzt läuft sie gerade wieder irgendwo hin und her. Ich sehe sie gerade nicht. Ah, du bist ja, ich habe sie gefunden. Sehr schön, ich belebe dich wieder. Ich stand nämlich 1 Meter vor mir und ich habe das Enneagramm auf sie gefunden. Ja, dann hast du dich damit selbst umgebracht. Das kennen wir ja. Also passiert eben mal von uns.
Hier ist so ein verkackter Häuptling. Oder ein Ex-Häuptling. Wenn der das nächste Mal kommt, zünde ich wieder meinen Tiefer. Die ist, glaube ich, wieder da. Hm, bei mir. Sehr gut. Abenteuer abgeschlossen. Level up. Jo, 40 bin ich jetzt. Ja, ebenso. Eine Kiste oder so hat die nicht, ne? Die ist einfach gestorben. Ich glaube, die ist einfach gestorben. Waffe gerade auch noch mal eben kurz hin und her, aber ich sehe gerade nichts. Na, scheint wohl nichts zu sein. Na, dann müssen wir jetzt wieder den Weg rausfinden. Das... Na, ich würde sagen, wir können das auch einfach rausporten. Oh ja, das geht natürlich auch. Also, ich meine, wir können ja uns... Diebesmund? Ja, oder... Ja, oder wir gehen nach Sorkes Schnitt und... Mund. Töten dort einfach ein paar Gegner für unsere Aufgaben. Ja. Ja, wir können, also die war ja jetzt auch, also erstmal Sorkes Schnitt. Oder wir gehen nach Diebesmund, um dann der irre Bomber zu machen. 410. Der... Naja, lass mal das Event machen. Ah, ich bin jetzt eh schon auf dem Weg zu Sorkes Schnitt. Seid ihr jetzt zu Diebesmund runter, oder? Nee, ich komme auch. Sorkes Schnitt. Den Bomber hatte ich gar nicht gesehen. Ich hatte 420 hier oben gesehen. So ein Stück nordöstlich von Diebesmund ist der Bomber 410. Okay, können wir danach mal schauen. Machen wir jetzt erstmal hier das öffentliche Event. Wir müssen ja eh ein paar Kisten einsammeln und so. Richtig. Ah, dauert noch 3 Minuten, bis es hier losgeht. Das ist ja jede Menge Zeit. Ja, da war aber eben auch ein Typ. Ich habe den mal eben gelegt. Da ist eine Kiste. Wo? Ja, ah, da. Sehr schön. Da haben wir, glaube ich, schon 3 von 5, die wir brauchen. Patrouillen brauchen wir nicht, obwohl da drüben jetzt eine wäre. Weil die Daily dafür habe ich nicht angenommen. Weil es ja auch meistens ein bisschen eintönig ist. Immer oben zum Bacon, da hat man einen guten Überblick. Ich kann ja jetzt halt mal in meine Ausrüstung schauen, ob da schon irgendwas Neues kam. Das kann ich auch mal eben machen. Ihr seid ja da hochgekommen. Von hinten. Ich bin ganz normal hochgesprungen, aber... Ah ja. Hey, ich hab 400 Power jetzt. Glückwunsch. Ja, ah, wird sogar noch vielleicht ein bisschen mehr. Ja, ich rüste gerade auch schon hoch. Bin jetzt auf 408. Ah, ich bin jetzt auf 403. Bei den Waffen hat sich aber nichts getan, leider. Ich habe eine Maschinenpistole mir genommen, statt Automatikgewehr. Ah, ich benutze, glaube ich, einmal... Mal kurz gucken, wie ist denn das Scout-Gewehr? Ja, ist auf jeden Fall besser. Ja, Scout-Gewehre benutze ich nie. Das hat was mit Zielen zu tun. Einen Bogen, den habe ich immer noch gerne. Ja, den Bogen habe ich auch. Und den würde ich auch ganz gerne länger behalten, weil der macht echt richtig... Also mir macht der Bogen richtig Spaß. Naja, ja, dann kannst du sicherlich einen neuen... Ja, ich bräuchte dann ja quasi was, um den Bogen aufzurüsten. Ja. Und da brauchst du ja die gleiche Waffenart, ne? Nicht ganz so leicht. Genau, und da brauchst du ja meistens was irgendwie... Ah, ich sehe aber gerade, da gehen auch andere Scout-Gewehre und Automatikgewehre würden auch gehen. Die sind bei mir gerade nur von der Waffenstufe her zu niedrig. Schlecht.
Ja, Okay, also dann das. werde ich das mal im Hinterkopf behalten. Die werden ja dann oben im selben Slot auftauchen, ne? Richtig, genau. Das kann doch Richtig. nicht Nee, sein. nee, also wenn du deinen Bogen einfach mit rechts anklickst, kannst du das dann ja. Scheinbar habe ich keine Munition. Wofür? Auch das kenne ich. Für gar nichts, oder was? Ja, scheint so. Oh, hier tanzt einer von uns. Und es geht los. Yay. Den Schuss wieder Blitz. Sehr merkwürdig. Bums. Ja, da kommt wieder so ein Gefangener Die aus der Sensoren Kryokapsel. zeigen eine sich Genau. nähernde Kabaleindämmungszelle aus dem Gefängnis der Alten. Ich bin gerade echt stolz auf mich selbst.